Hey, meine werten Chili-Freunde, und herzlich willkommen zu einem Update. Heute haben wir mal ein bisschen einen kälteren Tag, ja, so herbstlich, aber ja, wärmere Tage kommen dann schon noch. Fangen wir an bei der Trinidad Scorpion. Und ja, das ist jetzt bis jetzt die einzige Frucht. Das ist die Königsblüte, aber hier oben haben wir noch reichlich weitere Blüten. Danach kommen wir zum Habanero Chocolate. Und jetzt schlussendlich hat es bis jetzt nur hier einen, hier einen, hier, hier und hier oben nochmal einen Frucht, also eine Frucht. Bislang sind nicht mehr dran, doch es hat noch reichlich Blüten. Ich hoffe auf weitere Früchte. Danach, sensationell, haben wir hier die Joslyn Cayenne. Und jetzt kann man schon erkennen, es werden ziemlich lange Früchte. Und auch hier haben wir reichlich Früchte. Und ja, blühen tut sie auch noch weiterhin. Und da werden hoffentlich noch weitere kommen. Danach haben wir hier die Jalapeno. Die tut sich nicht wirklich viel. Ich würde es mal sagen, so in einem Monat sind die erntereif. Schauen wir mal dann, wie es so aussieht. Danach kommen wir auch zu einem meiner Favoriten, zwar die Purple Tiger. Ist jetzt einfach dieses Jahr etwas klein geraten, doch ich werde sie überwintern und nächstes Jahr größer werden lassen. Und auch hier haben wir circa an die 10 Früchte dranhängen. Größer werden die jetzt nicht mehr, die werden dann irgendwann, wenn sie reif sind, rot. Und ja, da kann man schon erkennen, warum Purple Tiger, denn purple sind sie. Dann habe ich hier meine Pepperoncini. Habe ich gesehen, die spaltet es hier, keine Ahnung warum und wieso. Aber es sind eigentlich auch nur zwei dran und müsste ich auch endlich aufbinden. Danach haben wir hier die, die ich nicht weiß, was es für ein Chili ist. Diese hat jetzt 7 Früchte dran. Sehr eine kleine Pflanze, auch weil sie keinen größeren Platz bekommen hat. Ja. Sehen wir immer wieder Fruchtansätze, die blühen, aber danach gelb werden und abfallen. Aber das denke ich auch klar, denn jetzt brauchen die Chilis selber die Kraft der Pflanze und da kann sie einfach nicht neue Chilis machen. So, das wäre der erste Balkon. Kommen wir zum zweiten Balkon, die letzte Pflanze. So, da haben wir die letzte Chili-Pflanze und zwar ist es eine Hot Portugal. Hier können wir sehen, die kommt immer wie gelber. Wahrscheinlich wird sie in 10 bis 20 Tagen abreifen. Auch hier haben wir gut über 10 Chilis dran. Die habe ich jetzt hier so aufgebunden, denn die ist so schräg hinuntergehangen. Jetzt steht sie einigermaßen gerade. Mit dieser hier habe ich auch etwas Spezielles vor, aber das seht ihr dann gegen den Herbst oder Winter zu. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Update und tschüss.